Das Top hier bitte. Mhm. Da ist unten so ein kleiner Webfehler drin. Könnte man da was mit dem Preis machen? Ja, bestimmt. Gucken. 99 hat es gekostet. Auf 89 ist es schon reduziert. 10%. Auf 79 kann ich gehen. Hallo. Hm? Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Na bitte, geht doch. So, Bar oder PC? Bar. Ich hab's sogar passend. Darf ich Ihre Postleitzahl wissen? Klar, 02708. 02708. Das ist aber ganz schön weit weg, oder? Ja, in der Oberlausitz. Ah, das ist da Brandenburg-Thüringen. Die Ecke? Sachsen. Genau. Dann sind Sie für einen Shoppingtrip in Köln. Naja, Shopping würde ich jetzt nicht gerade sagen. Mehr Lebensmittel und so. Aber Sie kommen da nicht mit zum Einkaufen in Köln. Doch, das ist unser nächster Supermarkt. Im Ernst? Es gibt keinen näheren. Wie weit ist das denn? 620 Kilometer. Aber was soll man machen? Man muss ja irgendwas essen. 620 Kilometer? Da fahren Sie ja 6 oder 7 Stunden mit dem Auto. Mit dem Auto? Schön wär's. Ich habe kein Auto. Ich laufe. Aber ein bisschen frische Luft ist ja gut. Aber wie lange sind Sie denn dann unterwegs? Ohne Übernachtung? 5 bis 6 Tage. Also jetzt nur eine Strecke. Hin und zurück dann ungefähr 2 Wochen. Sie verarschen mich, oder? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich von der Oberlausitz hierher und zurück laufe, nur zum Einkaufen. Oh Mann, jetzt haben Sie mich ganz schön auf den Arm genommen. Einfach keine Lust, Ihnen meine richtige Postleitzahl zu sagen, weil ich die ganze Datensammlerei zum Kotzen finde. Und ich dachte schon. Aber jetzt mal im Ernst, ich muss das leider erfassen. Was ist denn Ihre richtige Postleitzahl? 90210. 90210. Ah, das ist bei Nürnberg, oder? Beverly Hills 90210, Kalifornien. Ah, dann sind Sie für einen Shoppingtrip in Köln? Och, Shopping würde ich es jetzt nicht nennen, halt Lebensmittel und so. Aber Sie kommen doch nicht nur zum Einkaufen nach Köln, oder? Doch, das ist unser nächster Supermarkt. Hätte ich am liebsten auch noch genommen. 70 Euro? Na und, ist mein Geld? Nee. Okay, was als nächstes? Schuhe? Auf jeden Fall. Eine kleine Spende. Sehr gerne. Danke. Mann, guck dir diesen Schund mal an. Was für Vollspackos kaufen denn so einen Scheiß? Sie kommen zurecht? Ja, also meine Frau würde gerne wissen, welche Spackos so einen Scheiß hier kaufen. Ja, was sind das für Idioten? Ah, hier vorne, die Frau Arendt. Der kann man so einen Scheiß andrehen. Frau Arendt, kommen Sie mal. Die Herrschaften würden Sie gerne kennenlernen. Hallo, was gibt's denn? Hallo. Ich habe mich gerade gefragt, was für gehirnamputierte Dumpfbacken sich gegen Geld hier so einen Vollschritt aufschwatzen lassen. Ah, da haben Sie aber Glück. Ich kaufe so einen Dreck. Ich versuche, meine mangelnde Selbstsicherheit und meine fehlende Kreativität damit zu überspielen, indem ich so einen Plunder verschenke. Das habe ich mir schon gedacht, als ich Sie gesehen habe. Mein Freundeskreis setzt sich aus Ü30-Partybratzen und AIDA-Kreuzfahrtbekanntschaften zusammen. Und da kommen solche Drecksgeschenke eigentlich immer sehr gut an. Das leuchtet ein. Also dann. Vielen Dank. Und hoffentlich gehören Sie nie zu unserem Freundeskreis. Ja. Solche Geschenke sind wirklich ekelhaft. Sprechen Sie mich einfach nie wieder an. Mache ich nicht. Tschüss. Bis nie wieder. Ja, Frau Arendt, das ist ganz neu reingekommen. Goldsternchen. Dauert das noch lange? Ich hab's gleich. So, da ist sie ja. Das hier ist genau die Axt, die ich gesucht habe. Spannend. Können wir dann jetzt endlich? Ich bin soweit. Einkaufen muss gar nicht lang dauern, wenn man genau weiß, was man will. Schau mal, Schatz, hier. Die schönen Erikas. Da nehme ich noch schnell eine von dir. Wir haben doch eh schon alles voller Grünzeug. Da kommt ein schöner Terrakotta-Topf drum. Und dann macht das richtig was her. Wenn du meinst. Oh, der Topf passt farblich super zu diesen neuen Sitzpolstern. Schatz, wir haben doch noch nicht mal Gartenmöbel. Frank. Schau mal bitte, hier die Sitzmöbel passen wunderbar zu den Polstern. Und der Herr hier hat gesagt, wir können die Möbel direkt mitnehmen. Das passt doch alles gar nicht auf unsere kleine Terrasse. Ach, die können wir doch locker um 5 Quadratmeter erweitern. Ja, wenn wir die Garage abreißen würden. Das ist eine gute Idee. Und wo sollen wir dann bitte schön unser Auto drin parken? Wir hätten vor dem Haus doch sogar noch Platz für eine schöne Doppelgarage. Da wird sich unser Tommy aber freuen, wenn wir über seinem Sandkasten eine Garage bauen. Ach, ja. Yeah.
Der kriegt eine Tüte Bonbons und gut ist. Moment, hier, die Blume noch. Obwohl, eigentlich haben wir echt schon genug Grünzeugs, oder? Schatz, das habe ich von Anfang an gesagt. Ja gut, dann brauche ich die Blume nicht. Aber wenn ich die nicht kaufe, dann brauche ich den ganzen Rest hier eigentlich auch nicht mehr. Bis auf die Axt. Die ist für mich. Mann, du kaufst vielleicht immer einen Scheiß. Also hierzu können Sie auch auf jeden Fall eine 7/8 tragen. Ich meine, die passen zu fast allem. Wirklich totschick, oder? Ich finde die Schuhe klasse. Ich bin den ganzen Vormittag in der Stadt rumgelaufen. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Ja. Sollen Sie einpacken? Das wäre klasse. Ja, ist also lieb, packst du die Schuhe ein? Und das Top. So, das waren 290 für die Schuhe und 90 für das Top. Macht 380 Euro. Ich habe gar kein Geld. Das ist kein Problem. Sie können auch mit der EC-Karte bezahlen. Habe ich auch nicht. Kreditkarte? Tja, das sind natürlich schlechte Voraussetzungen, wenn man einkaufen geht. Und Sie machen sich über mich lustig, stimmt's? Was? Nein, ich mache mich nicht über Sie lustig. Aber wie soll ich Ihnen etwas verkaufen, wenn Sie kein Geld haben? Ich will diese Schuhe! Bitte, das ist doch peinlich für uns beide. Hören Sie doch auf. Nehmen Sie doch billigere. Ich will die Schuhe! Herrgott, noch mal, hören Sie doch endlich auf. Wenn Sie sie sich nicht leisten können, dann... Es ist so gemein! Sie selbst haben vorhin noch gesagt, ich soll die Schuhe unbedingt nehmen. Und jetzt sagen Sie, dass ich sie nicht nehmen soll. Schuhe! Die Schuhe! Ja, nehmen Sie die blöden Schuhe, das ist ja nicht zum Aushalten. Ich glaube es nicht. Jörg, gibst du mir bitte das Top? Bitte? Viel Spaß damit und jetzt auf Wiedersehen. Danke. Ich lasse es alles zurückgehen. Mal, ich habe 4 Bikinis bestellt und alle zu groß. Das kann doch nicht sein. Bestell doch mal in deiner Größe. Ich lache mich tot. Wow, das ist neu, das Teil, oder? Hab ich mir gestern geholt. Voll geil. Darf ich mal? Warte mal ganz kurz. Okay. Ach, das ist das. Sag mal, hast du sie noch alle? Kaputt. Na klar, es ist kaputt. Du hast es mit voller Wucht auf den Tisch gehauen. Aber in der Werbung fahren die mit einem LKW da drüber. Was du meinst, das sind die unkaputtbaren Pfandflaschen aus Plastik. Mann. Ach, das Auto habe ich was durcheinander gekriegt. Oh, sorry. Tut mir echt leid. Sag mal, warum machst du sowas? Guck mal, ich hätte ja auch mit dem LKW... Finger weg.